Ach, bitte! Gehen Sie! Nur einmal! Fort, fort! Wir haben diese Texte gesammelt von dem Autor Daniel Chams, der zur Zeit Stalins in Russland Künstler war. Es geht oft darum, dass du als Individuum oder als eine Gruppe mit gleichen Werten immer auf einen Widerstand im Außen, in den gängigen Normen einer Gesellschaft, in der Zeit stößt, wenn du andere Werte, andere Normen vertrittst. Gruppe Lebensunterhalt, wir haben halt schon viel zusammen gearbeitet und insofern ist das eigentlich ein Teamwork und dieser Chams ist jetzt halt unsere Grundlage und diese Fallentexte von diesem Chams sind eigentlich so der Auftrag, den wir uns gegeben haben. Das ist eher als Forschungsprojekt zu verstehen. Also da geht es wirklich um Entwicklung, um kreative Prozesse, wo wir Lust haben, das uns miteinander anzutun. Dann ist auf Grundlage dessen die Party und dann müsst ihr euch angucken. Das ist wirklich dein Schauspiel. Hey, das war's dann, ne? Also lass mich. Bitte! Lassen Sie mich! Ketten werden einfach. Warum nicht? Warum nicht alle Möglichkeiten nutzen, die den Menschen gegeben sind? Zum Beispiel die Absurdität, dass ich jetzt einfach aufstehe und gehe und wieder komme. Zum Beispiel, dass man wirklich das Individuum sein darf, ohne diesen Zwang, immer den Werten und Normen einer Gesellschaft in der Zeit entsprechen zu müssen. Unsere Zeit oder unsere Gesellschaft, die ist sehr lösungsorientiert. Also hier ist man... Irgendwie hat man ein gutes Standing, wenn man eine gute Lösung entwickelt und wenn man eben steht. Sie halten sich an den Händen und schauen in den Himmel. Am Himmel zeichnet sich ein riesenhafter Löffel ab. Was ist das? Flüstert komm auf. Aber hilft das? Ja, die Live-Musik, dann kommt halt eine ganz eigene Tonart noch dazu, die ich sehr bereichernd finde, weil dann auf einmal Schauspieler auf diesem Sound sprechen und sich von diesem Sound verändern lassen. Und manchmal ist es auch umgedreht. Sozusagen vor seiner Nase nichts ist. Abwesenheit jeglicher Anwesenheit. Uns kümmert jedoch immer nur noch die Flasche mit der Spirituose, Nikolai. Locker sein, fallen lassen. Der Baum denkt sich auch nicht die ganze Zeit, wie wachse ich jetzt, wie wachse ich jetzt, wo ist die Sonne, wo ist die Sonne, oh nee, jetzt regnet's, kacke. Sondern einfach, hey, pfuh, wir sind Menschen, jeder ist anders, ist in Ordnung, locker bleiben. So. Und am Nachbartisch sitzen irgendwelche Ausländer und fressen Äpfel.